Verhalten war seltsam. Er verstummte, wenn jemand näher kam und flüsterte bis tief in die Nacht mit Havelock und Pendleton, während sie da draußen waren. Sie merkten, dass sie nur einen Schritt davon entfernt waren, Rang und Macht des Nordregenten zu erlangen und waren besorgt darüber, Rechenschaft ablegen zu müssen, als Kaisertreue. Sie hätten auch mich getötet, aber Havelock verschonte mich. Wohl aus Respekt vor meinem Onkel. Bitte, reden Sie mit Samuel oder jemand muss etwas wissen. Finden Sie Emily. Sie hat so viel durchgemacht und hat niemanden an ihrer Seite außer Sie. Samuel, okay, ich werde sie schon finden. Für ihre Rückkehr. Sie können ihn damit rufen, er kommt dann schnell. Er muss nur unbemerkt anlegen, damit die Wache... Ich muss aber noch in Pyros Werkstatt. Boah, was für ein weiter Teleport. Ohne? Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Da ist Piero. Der versteckt sich unterm Tisch. Sie auch damals schon beide. Aber warum meinen Groll hegen? Ich habe ein paar Fragen. Kommt mal raus hier, meinen Schisshasen. Gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Nett. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Ich weiß, wo das Schlafzimmer ist. Machen wir glatt. Doch leider sind das könnte noch praktisch werden. Mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Das war zu schön. Wir können das Gerät in Gang setzen. Oder die Verschwörer wollten den alten Pierre für ihre Zwecke das ist allein einsetzen und ihn dann verschwinden lassen. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Und mir einen Okay, checken wir eben die Mission. Rette Pyro und Sokolov. Beende die Belagerung von Pyros Werkstatt. Sorge dafür, dass die beiden dort sicher sind. Boah, alle Wachen auseinandernehmen. Oh, schwer. Wenn ich Pfeile hätte, Moment. Bis wir die Schergen aus dem Weg sprengen und zur Akademie fliehen. Kann ich was beim kaufen? Ja, sauber. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Bolzen! Wunderbar. Alles mitnehmen. Jetzt können wir versuchen, das Gelände sicher zu machen. Leerer Tank. Ja, mal einen leeren Tank. Einfach mal befüllen, gucken, was passiert. Vielleicht brauchen wir den noch. Okay. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir den Tallboy ausschalten sollen. Aber ansonsten... Die Wachen erledigen ist nicht das Problem. Die beiden Tallboys sind arschstark. Guckt euch mal an, wie viele da... Da stehen schon zwei Stück allein. Da sind drei Wachen. In dem Haus sind Wachen. Okay, die Dinger lassen sich nicht öffnen. Wo war nochmal das alte Schlafzimmer? Weiter nach unten. Wir sollten vorsichtig sein, nicht, dass hier einer im Treppenhaus rumlungert. Sag ich ja. Erstmal speichern. Was? Warum kontrolliert hier denn keiner?
Das ist hoffentlich kein Scherz. Shit, das sind zwei. Immer vorsichtig. Was war? Eieiei, so knapp. Ich will kein Mana verschwenden. Ist wohl nur der Wind. Ja, nur der Wind. Ich glaube, dass der gleich hier rauskommen wird. Ja, wird er. Keine andere Wahl. Und Tür zu. Soll ihn ja keiner sehen. Kacke, ich kann nicht sehen, wer hier drin ist. Da ist einer reingegangen, ich weiß das. Das schaue ich mir mal besser an. Mach das. Ich komme nicht an ihm vorbei. Fluchte Scheiße. Wo ist der denn jetzt hingegangen? Komm mal her. Ja, ich denke, den können wir hier liegen lassen. Boah, das wird schwer, hier alle Wachen auszuschalten, aber wir können es versuchen. Oh, da ist noch einer. Aufstehen, sofort. Ich finde dich schon noch. Nö. Da haben wir es. Ich denke, mit dem Teil, was wir gleich bekommen werden, können wir alles hier rocken. Können wir den Häufchen in Asche verwandeln? Erinnert mich an Fallout. Schön mal diese Plasma-Dinger. Das war so genial. Geschossen und nur noch ein Häufchen Asche. Wobei ich sagen muss, ich habe mich sehr in Fallout auf Gewehre konzentriert. Fand ich immer sehr geil. Fallout war schon nicht schlecht. Du Hexenfisch? Also ein gutes Wort. Ich weiß, dass du hier bist. Jetzt Moment. Dich. Wachen, zu mir. Ja, wie kommt der denn hierher? Hä? Kein anderer gehört. Boah, gut. Der muss wahrscheinlich hier hochgekommen sein. Jep. Das ist aber dämlich. Okay, wir müssen runter zu der Werkstatt. Das heißt, hier drauf. Und dann hier so schräg runter. So war das, glaube ich. Okay. Hier sind die Baupläne. Erstaunlich. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Oh ja. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Koro? Hört sich nett an, das sage ich dazu. Okay, wir können jetzt alle für ein böses Ende töten oder wir können alle natürlich jetzt verschonen für ein gutes Ende. Wir nehmen das gute Ende. Wir haben ja quasi das ganze Spiel schon so gespielt. Versetzen Sie alle in Schlaf. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Das heißt, alle werden hier gegrillt. Boah, ich hätte aber auch gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir die alle verbrannt hätten. Alles ist fertig, Corvo. Überall nur Asche. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Ja, den hole ich eben. Möchten Sie sich die Ehre geben? Aber natürlich, Piero. Warum nicht zur Feier des Tages? Ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Siehste, schon einen aufgeladen gehabt. Könnt ihr ganz einfach einsetzen und dann ist gut. Wo ist er denn? Wo muss er rein? Wo muss er rein? Wo muss er denn rein? Ich habe keine Ahnung, wo er rein muss. Da oben.
Yep. Und dann... hier weiter. Und hier weiter hoch. Hier angeblich rein. Hä? Hier ist das Fach davon, aber wo muss denn das Ding jetzt rein? Ah, hier löse ich die Schutzkappen, alles klar. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, das überlädt ja komplett. Großartig. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wow. Alle am Pennen. Oh mein Gott, das zerfetzt da hinten, oder? Ne, nur Leichen. Garantieren. Unglaublich. Selbst die Tallboys sind zerfallen. Absolut genial. Nun, Corvo, ich hoffe, dass wir wieder Kollegen... Wir besprachen einst ein System von Not... Okay, checken wir nochmal die Mission. Nur noch den Signalwerfer. Das war sau effektiv, oh mein Gott. Richtig geil. Okay. Der Signalwerfer. Jetzt, wo sie die Stadtwache ausgeschaltet haben. Samuel, komm zurück. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Die wohl letzte okay. Fahrt. Da kommt er. Die womöglich letzte Fahrt. Ja, der wird hier stehen bleiben, glaube ich. Wir gehen noch vorher einkaufen. Die sind ja jetzt hier alle sicher. Ich denke, wir hätten die auch alle so ausschalten können. Das wäre definitiv möglich gewesen. Aber, boah, dieser Blitz, dieses Blitzteil hier. Unglaubliches Teil. Unglaublich. Kann ich was für Sie herstellen? Dies mag das letzte Mal sein. Das Irgendwas? Letzte Mal. Okay, Piero. Auf Wiedersehen. Leben Sie hat doch alles so schön angefangen. Da mal los, Ben, wer ist? Oh! Damit meinte ich eigentlich nicht Selbstmord. Schon gut. Ben, wer ist? Gehen wir drauf. Genau so macht man's. Kommt man hier nicht noch leichter runter? So. Ganz langsam und vorsichtig. Weil nicht, dass Corvo sich nochmal das Genick bricht. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Nö. Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Okay. Los geht's. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Die womöglich letzte Mission. Gehen wir's an. Wow. Das sieht wirklich aus wie ein Hochsicherheitstrakt. Da werden wir's. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Hoffen wir es mal. Er ist ja der Einzige, den wir trauen konnten. Ihr Willkommen. Wenn es jemand verdient, dann sie. Grüßen Sie Emily von mir. Niedriger Chaos-Faktor. Wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich haben.